push it out. Everything we discuss is then leaked to the paper, that's not appropriate. And that's not how the way the conversation was conducted. If there is, 否则这个结果就不好说了。 Es gibt eine Sache in diesem Land, die ähnlich anstrengend und zermürbend ist, wie einen Vollzeitjob zu arbeiten oder einen Rechtsstreit mit einem Vermieter. Und damit meine ich nicht die Videos von Simplicissimus bis zum Ende gucken, sondern einen Prozess, der jedem auf meinem Kanal mehr oder minder geläufig sein sollte. Im Feindgebiet wird der Radikalisierungsprozess dämonisiert, ausgebremst und strafrechtlich verfolgt. Und das nicht nur vom ideologischen oder institutionellen Feind, womit sich unsere Genossen letztes Jahrhundert noch umschlagen mussten. Nein, heutzutage ist das Geheul über Zähnespalterei vor allem durch systemtreue, rotlackierte Tugendsignalisierer besetzt, die damit vor allem eins erreichen wollen. Zweifelsfreier Konsens zum Status quo des neoliberalen Machtapparats. Wir leben in einer Gesellschaft, wie Hegel sagen würde, wenn sein Magen nicht schlapp gemacht hätte und wir Bewusstsein halten könnten. Um Wladimir Marx, den Gründer der Terrorgruppe Sowjetunion, zu zitieren: Das Beschränkte kann nur durch seine eigene Wahrheit, die in ihm liegt, angegriffen und mit diesem in Widerspruch gebracht werden. Es gründet seine Herrschaft nicht auf Gewalt Besonderer gegen Besondere, sondern auf Allgemeinheit. Diese Wahrheit, das Recht, die es sich vindiziert, muss ihm genommen und demjenigen Teile des Lebens, das gefordert wird, gegeben werden. Wir müssen also das Maß des Wesens der inneren Idee an die Existenz der Dinge legen. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber es klingt sehr schlau. Dialektischerweise geht es natürlich auch umgekehrt, und da wir Kommunisten durch unsere soziale Energie standardmäßig an einer abgeschwächten Form der Harmoniesucht leiden, suchen wir unterbewusst den geringsten Weg des Widerstands und entfremden uns so von dem uns eigentlich vorbestimmten Rohrbombendiskurs. Unsere größte Nemesis in der Yankee-Kolonie BRD sind andere selbsternannte Kommunisten. Und es gibt nichts, was der deutsche linke Wandspiegel mehr braucht als einen Vorschlaghammerhieb wuchtig ins Zentrum. Eine klare Trennungslinie zwischen uns und dem Feind, der uns nicht die Arbeit abnehmen wird, sie selber zu ziehen. Aber ich habe gute Neuigkeiten von der anderen Seite der Trennungslinie, Genossen. Die Katheder-Sozialisten sind nicht so sehr in der Überzahl, wie es vielleicht wirkt, wenn man in ein neulinges Wespennest in den unsozialen Medien sticht. Auf dem 22. Treffen der Kommunisten und Arbeiterparteien auf Kuba wurde eine bürgerliche Resolution verabschiedet, die den Russland-Ukraine-Konflikt als interimperialistischen Krieg abstempelt, die von 24 Parteien unterschrieben wurde. Wir sind sicher, dass nur die ukrainische Arbeiterklasse vereint mit dem russischen Proletariat und Unterstützung von der weltweiten Arbeiterschaft in der Lage ist, das imperialistische Gemetzel zu stapeln. Die ukrainische, russische und weltweite Bourgeoisie hat die Arbeiter mobilisiert und bewaffnet. Und deswegen, Kinder, hat man trotz Kist im vorherigen Jahrhundert noch mit dem Eispickel bearbeitet. Wir schreiben das Jahr 2022 nach Christus. Ganz BRD ist besetzt. Oh, sagte ich ganz BRD? Nicht doch. Es gibt eine neue Hoffnung wie 1977. Ihr könnt den SEK-Party-Van zu Hause lassen, sehr geehrte Kapitalschergen. Ich rede natürlich nicht von der Offensive 77, ne? Ich rede von Krieg der Sterne 4, was sonst? Die echten Kommunisten, darunter auch die DKP, haben natürlich direkt eine Gegenresolution vom Zaun geblasen, die sich klar auf die Seite Russlands stellt. Zwar sind wir mit 22 zu 24 Unterschriften knapp in der Unterzahl, aber verwundert hat es mich trotzdem, weil selbst ein Höhlenbewohner Eremit im Ruhrgebiet wohl den Borg-Assimilierungsprozess des WEF-Imperiums unterlaufen ist. I am Locutus of Borg. Resistance is futile. You will be assimilated. Also nicht verzagen und die große Fresse wagen. Wir haben nichts zu verlieren außer unsere Social Media Kanäle. Das Ukraine-Video bleibt weiter in Arbeit. Ich werde mich wohl aber zuerst auf die Geschichte des ukrainischen Nationalgedankens und die Thukydides-Falle, in die das Anglo-Imperium gestolpert ist, sprechen. Da aktuelle Infos zum Krieg in das Video einzubauen, während er noch läuft, ohne irgendwas vergessen zu können, mehr als utopisch gedacht ist, fast so idealistisch betrachtet wie die Idioten, die die erste Resolution unterschrieben haben, kommt in mein Telegram, Genossen. Man sieht sich auf der anderen Seite der Trennungslinie. China wird gewinnen. Hasta nunca. Sometimes you can feel such a moment coming. That's the test. Or so I tell myself. I tell myself that at times like that, strong people keep moving forward anyway. No matter what they're going to find.